So, Freunde, stelle ich mir den Sommer vor. Ist das nicht herrlich, ey? Boah. Direkt bessere Laune, direkt am Start, ohne Scheiß. Hammer. Geil. Geil. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich mir jetzt direkt nach dem Training Gummibären baller. Und das hat folgenden Grund, weil man den Muskel, mach mal bitte auf, weil man den Muskel direkt nach dem Training mit Energie versorgen muss, weil der Glykogenspeicher nach einem intensiven Training leer ist. Und es ist ganz wichtig, diesen Glykogenspeicher nach dem Training so schnell wie möglich, am besten direkt aufzufüllen. Aber warum denn jetzt Gummibären und keine Banane? Weil die Kohlenhydrate aus den Gummibären aus der Glucose gewonnen werden und nicht aus der Fructose wie bei der Banane. Und der Unterschied besteht darin, dass die Glucose viel schneller verfügbar ist und den Glykogenspeicher viel schneller auffüllt als zum Beispiel die Fructose der Banane. Also die Kohlenhydrate der Gummibären sind viel, viel schneller verfügbar als die der Banane. Und jetzt kommt's. In Gummibären sind nahezu alle Aminosäuren enthalten, die es gibt. Nahezu alle, bis auf 4, 5 oder 6 Stück, alle Aminosäuren drin, die es gibt. Und das ist natürlich brutal. Und wenn ihr mir jetzt nicht glaubt und denkt, ey, der Typ labert nur Scheiße, was natürlich durchaus sein könnte, könnt ihr das ja einfach mal bei Google eintippen und nachlesen. Da wird das Ganze auf jeden Fall noch mal viel genauer beschrieben. Aber ihr werdet feststellen, dass der Rode recht hat. Also, ballert euch einfach direkt nach dem Training eine Handvoll Gummibären und ihr macht auf jeden Fall alles richtig. Ich für meinen Teil habe damit jetzt vor circa einer Woche oder so angefangen. Ich habe den Tipp von einem Freund bekommen, der selber fast Profi-Bodybuilder ist. Danke Simon an der Stelle. Und wenn ich dann zu Hause bin, ballere ich mir noch einen Whey-Protein-Shake. Ja, und dann ist alles top. Und wir gehen jetzt zusammen ins Reisebüro. Ja, wir wollen jetzt Urlaub buchen. Oder in das Berufsbüro. Oder es zumindest versuchen. Also 10. bis 20. Oktober. Genau, 10. bis 20. Oktober. Fitnessstudio ist drin. Genau, Fitnessstudio ist jetzt hier auch dabei. Kostenlos, oder? Ja, wir buchen das jetzt direkt. Urlaub ist gebucht. Voll geil, ey. Ich würde am liebsten jetzt schon direkt los. Aber noch 8 Wochen. 10. Oktober bis, ich glaube, 20. Oktober oder 21. Oktober. Schön. 10 Nächte, 11 Tage. Sonne, Meer, all inclusive. Ja, ey, wie ich mich freue, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, wo es hingeht, verrate ich euch auf jeden Fall nicht. Ich verrate euch nur so viel, ey, wir haben, das kann man schon gar nicht mehr Zimmer nennen, ist ja so. Wir haben so eine kleine Villa gemietet auf jeden Fall. Und wenn man so weiß, was einen erwartet, dann will man halt direkt los, ne? Oh, voll geil. Du kleine Maschine. Fein gemacht. Fein gemacht. Guten Appetit.
Klar. Ciao. Zack. So, bin gut in Köln angekommen. Boah, und was ich euch voll vergessen habe zu erzählen, heute ist ein total besonderer Tag. Denn genau heute, vor genau einem Jahr, ist der hier bei uns eingezogen. Coop? Genau der. Ne, genau der. Genau der. Ein Jahr bist du jetzt schon bei uns. Kleine Kanaille. Ein Jahr, unglaublich. Vor genau einem Jahr, ich glaube sogar um diese Uhrzeit, ja, das haut hin, sind wir zu Hause bei uns angekommen. Und ich weiß noch ganz genau, wie die erste Nacht war. Der war ja so unfassbar klein. Der war ja so eine Handvoll, ne? Und ich weiß es noch ganz genau. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, auf keinen Fall kommt der ins Bett. Und dann war dann Schlafenszeit und wir haben den in seine Transportbox getan und Decke rein und Licht ausgemacht. Und der hat geschrien. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der kleine Mann hat richtig abgerissen. Der hat so abgerissen. Und ich dachte mir so, okay, wir müssen jetzt stark sein. Wir müssen jetzt stark sein. Ich habe das gehört, dass die das machen. Ne, der Hund das erste Mal, 8 Wochen alt, alleine, fremde Umgebung, etc. pp. Ne, der kleine Mann hat natürlich total Panik geschoben, ohne seine Geschwisterchen, ohne seine Mama, ohne sein ihm bekanntes Zuhause, völlig alleine. Und normalerweise bin ich tough in so Sachen. Normalerweise bin ich eiskalt, ne? Ich bin echt eisenhart so. Aber der hat so geschrien, der hat mir so leid getan, dass ich ihn da rausgeholt habe. Hab ihn zu mir genommen. Hab ihn hier auf meine Brust gelegt. Ich weiß das noch, als ob das heute wäre. Ich lag im Bett, hab ihn so auf den Arm genommen, hab ihn hier auf meine Brust gelegt. Sein Köpfchen lag genau hier und er hat exakt nach 3 Sekunden gepennt. Und ich habe so gemerkt, wie sein Atem, als ich ihn hier hingelegt habe und so, wie sein Atem hier so da dran ging. Und das war unglaublich. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung an den Kleinen. Und ja, das war jetzt heute vor einem Jahr. So. Wir sehen uns morgen, ihr Lieben. Ciao.